Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Emotionen statt Fakten. Warum ist Trump so erfolgreich? Guten Abend, willkommen. Ich freue mich total, dass Sie da sind. Danke für den freundlichen Applaus. Morgen Nacht, meine Damen und Herren, steigt das erste TV-Duell, in dem Hillary Clinton und Donald Trump zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen. Das wird ein richtiger Straßenfeger, ein absoluter Kracher. Wahrscheinlich sind das 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zuschauen werden. Denn, das ist die absolute Sensation, Trump und Clinton liegen mittlerweile fast gleich auf. Wie kann das sein? Das fragen wir einen Mann, der seit Jahrzehnten in den USA lebt und den Wahnsinn vermutlich deuten kann, nämlich Thomas Gottschalk. Außerdem bei uns der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, der ehemalige Kanzlerkandidat Oscar Lafontaine, der Republikaner Roger Johnson, der Trump wählen wird, und die Politikberaterin vom renommierten Brookings-Institut aus Washington, Constanze Stelzenmüller. Herzlich willkommen Ihnen allen. Es hielt kaum einer für möglich, aber Trump holt wirklich auf. I will fight for you. And I will win for you. Es ist sein Jahr. Donald Trump könnte US-Präsident werden. Gestartet als Außenseiter der Republikaner, als konservativer Scharfmacher. Would I approve waterboarding? You bet your ass I'd approve it. Donald Trump polarisiert. Beim Parteitag lautstarke Proteste aus den eigenen Reihen. Und er mobilisiert mit einem Kurs gegen Einwanderer, gegen die Politik, gegen Journalisten. By the way, I hate some of these people, but I'd never kill them. I would never do that. We have to build a wall on our southern border. Shutdown of Muslims entering the United States. Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail. Die demokratische Gegnerin zunächst klare Favoritin. For all Americans together. Doch jetzt die Wende. Trump legt zu, Clinton schwächelt. In den neuesten Umfragen liegt sie im Schnitt nur noch ganz knapp vorn. Showdown morgen beim ersten TV-Duell. Thomas Gottschalk, wie bekloppt sind die Amerikaner eigentlich, dass inzwischen vorstellbar scheint, dass Trump gewählt wird? Wir können die Amerikaner beneiden, wir können sie belächeln, wir können sie beschimpfen, aber eines können wir nicht wirklich, wir können sie nicht wirklich verstehen. Die sind einfach etwas anderes, der Peter Sloterdijk nennt die in seinem aktuellen Buch ein rätselhaftes Kindvolk. Und da hat er nicht Unrecht. Sie sind unglaublich sympathisch in ihrer Art, sie sind umgänglich, einfach, aber sie sind völlig anders erzogen. Sie haben auch für Politik einen völlig anderen Stellenwert in ihrem Leben. Und sie sind dort keineswegs verzweifelt über die Situation, die eventuell auf sie zukommt. Sie sind wie immer ehrlich. Einer hat mir gesagt, wir haben einen Kandidaten, der gehört in die Klapsmühle und der andere gehört ins Gefängnis und wir müssen uns jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden. Aber schlimm finden die das nicht, das sehen die sportlich. Nur war es ja so, auf der Basis dieses Politikverständnisses, wie Sie sagen, war es lange Zeit natürlich so, dass Clinton die haushohe Favoritin war. Trump schien abgeschlagen und hat aufgeholt. Was hat sich denn inzwischen dann verändert? Das kann ich nicht erklären. Also erstens, er ist natürlich Malibu und Manhattan, wo ich mich auskenne, nicht Amerika. Und ich gehe auch mal davon aus, dass einfach die Amerikaner anders als wir diese Bedrohung nicht sehen. Was ich immer merke in Amerika, Politik bezieht der normale Amerikaner nicht unbedingt auf sein eigenes Leben. Die sagen, there won't be much change, viel wird sich nicht ändern. Und wenn ich irgendetwas verändern will, tue es ohnehin ich selbst und warte nicht darauf, dass die Politik etwas ändert. Insofern ist auch die Angst, dass Trump passiert, nicht so groß. Und dieses Aufmischen, was Trump hat, dieses ich bringe da einfach Leben in die Bude, das finden die Amerikaner prima. Herr Johnson, Sie sind Amerikaner, Sie leben aber seit fast 40 Jahren und arbeiten in Europa, davon 15 Jahre allein in Deutschland. Sie können also ähnlich wie Thomas Gottschalk auch unterscheiden zwischen unserem Verständnis von Politik und zwischen dem amerikanischen Verständnis. Unseres geht so, dass wir sagen, man muss bekloppt sein, um Donald Trump zu wählen. Sie wollen ihn wählen, das heißt, Sie sind bekloppt.
Verstanden. Also, ich meine eigentlich, ich stimme im Großen und Ganzen, was Herr Gottschalk eben gesagt hat, zu. Also wir sind ein anderes Volk. Wir sind ein komisches Tier für die Europäer. Wir sehen das etwas anders, die ganze Politik. Ich meine, für die Republikaner, ich habe erzählt vor kurzem, letztes Jahr im August in Cincinnati war ich bei der ersten Debatte. Und da hatten die Republikaner 14 Kandidaten auf der Bühne. Und wir haben Witz gemacht, ja, um die hin und her transportieren zu können, braucht man einen Schulbus, sonst können die nicht transportiert werden. Und ja, dann eins nach dem anderen sind die abgefahren. So. Und ich habe auch mehr von den Kandidaten in der Reihenfolge unterstützt. Also der Scott Walker, Gouverneur von Wisconsin zuerst, er ist zurückgezogen. Cruz mit knirschenden Zähnen und also der sehr intelligent, aber nicht sehr angenehmer Mensch. Ja, und dann am Ende der Durchsage ist dann nur der Trump da. Wählen Sie ihn mit Begeisterung oder mit Bauchschmerzen? Sogar ich musste lange überlegen, kann ich den Donald Trump unterstützen? Und so habe ich mir sogar hin und her gekämpft, also Plus und Minus. Aber der springende Punkt für mich ist, wenn nicht Trump gewählt wird, wird der Hillary Clinton Präsidentin. Mhm. Und das denke ich, wäre für unser Land, für mein Land, eine Riesenkatastrophe. Sie sagen, Herr Schulz, es wird eine Riesenkatastrophe, wenn Donald Trump gewählt wird. Warum denn eigentlich? Ich glaube, man kann es sich nicht so leicht machen, dass man die Amerikaner als ein Kindvolk bezeichnet, ist nett, wie der Herr Sloterdijk das tut. Aber das Trump-Phänomen ist ja kein US-amerikanisches Phänomen alleine. Das erleben wir hier in Europa auch. Schauen sich Le Pen an, schauen sich die AfD in Deutschland an, Herr Wilders in den Niederlanden oder Herr Strache in Österreich. Wir haben im Moment eine Situation, jeden Tag wird die Welt ein Stück komplizierter und schwerer erklärbar. Und jeden Tag haben zugleich diejenigen, die alles vereinfachen und für alles einen Sündenbock haben, als Erklärung Hochkonjunktur. Und auf dieser Welle reitet auch Trump. Und die Erklärung ist deshalb nicht ein amerikanisches Kindvolk, sondern ein tief sitzendes Unbehagen von Menschen, die sich gefährdet fühlen, die das Gefühl haben, mein eigenes Schicksal, mein eigenes Leben, das Schicksal meiner Kinder, meine individuellen Bedürfnisse interessieren die da oben überhaupt nicht. Und deshalb glaube ich, ist der beste Weg gegen Trump, dass wir nicht auf diesen blinden Vereinfachungskurs reinfallen, sondern den Versuch unternehmen, durch sehr konkrete, aber für die Menschen nachvollziehbare und verständliche Erklärung und Handlung. Aber was heißt wir? Sie können ja nichts ändern daran, dass ein Großteil der amerikanischen Wähler sich im Moment vorstellen kann, Herrn Trump zu wählen. Nein, ich glaube schon, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Trump und Hillary Clinton darin besteht, dass Hillary Clinton ganz konkrete Vorschläge unterbreitet. Mhm. Und Trump aus seiner Fähigkeit, konkrete Vorschläge für intellektuellen Blödsinn zu erklären. Also jeder, der Sachverstand hat, ist ein intellektueller Klugscheißer, in Anführungszeichen. Das macht der eine Wahlkampagne. Und man darf dem nicht nachgeben, weil wenn sozusagen das Erklären von Sachverstand in das Gegenteil verkehrt wird, nämlich zu Blödsinn erklärt wird, dann haben sie am Ende diejenigen, die Sachverstand für Blödsinn halten, an den Schalthebeln der Macht sitzen. Und das halte ich in dieser immer schwieriger werdenden Welt für eine Katastrophe. Und deshalb glaube ich, wären wir gut beraten, wenn wir bei allen Defiziten, die Hillary Clinton hat, als Europäer darauf setzen, dass in Amerika nicht der Bauch gewinnt, sondern am Ende die Vernunft. Wie ignorant ist es, dass man denjenigen, die sich vorstellen können, Donald Trump zu wählen und die ihn möglicherweise auch wirklich wählen werden, vielleicht nach Abwägung, wie es Herr Johnson für sich beschrieben hat, wie ignorant ist es, denen einfach fehlendes politisches Verständnis oder auch fehlendes Interesse an Sachverhalten zu unterstellen? Also erstmal zur Klärung, ich gehöre zu den intellektuellen Klugscheißern. Also ich mache nicht Politikberatung, sondern Politikerklärung. Insofern dürfen Sie eigentlich mich gar nicht ernst nehmen. Aber ich beantworte trotzdem gerne Ihre Frage. Habe ich nicht verstanden. Ich glaube, warum soll ich Sie nicht ernst nehmen?
Nein, weil in der postfaktischen Trump-Welt, okay, Leute, die sagen, sie versuchen was zu verstehen und was zu erklären, schon mal also überhaupt nicht zählen. Mhm. Daran muss man sich in unserer Sparte auch erstmal gewöhnen, dass man für grundsätzlich diskreditiert wird. Aber jetzt eine ernsthafte Frage auf Antwort auf Ihre Frage will ich Ihnen natürlich geben. Ich glaube, man sollte und ich finde diesen Spruch von Sloterdijk ganz furchtbar. Also das grenzt ans Rassistische. Also den möchte ich nicht mal noch mal zitieren. Ich glaube, man sollte die Ängste, die Sorgen und die meinetwegen auch die Wahnvorstellungen, die sich da artikulieren, ernst nehmen. Und zwar nicht nur, weil wir sie in fast identischer Form hier in Europa und auch in Deutschland zunehmend finden. Das heißt, also meine These wäre, was da in Amerika passiert, das passiert hier genauso oder wird sich demnächst hier wiederfinden, spätestens wenn wir richtig in den Wahlkampf einsteigen in diesem Land. Ja. Das ist das Erste. Das andere ist, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Bevölkerungsanteilen, die sich tatsächlich von der Globalisierung, der internationalen Entwicklung, dem Verschwinden von Unternehmen in andere Erdteile abgehängt fühlen. Ja? Und die der Ansicht sind, da gibt es einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Situation und dem, was da passiert. Und die das nicht verstehen und die das Gefühl haben, der Staat hat es auch nicht mehr im Griff. Mhm. Die erleben sozusagen um sich herum einen Kontrollverlust des Staates und sind deshalb wütend. Dann würde ich sagen, gibt es auch die Wutbürger im Kaschmir-Jackett, ja, denen es nicht so wirklich schlecht geht und wo mein Bedürfnis zu verstehen vielleicht ein bisschen geringer ausgeprägt ist. Trotzdem würde ich das gerne wissen, warum das so ist. Weil ich glaube, dass das ein Phänomen ist, das Berufspolitiker wie Sie zutiefst beschäftigen muss. Und ich muss es auch erklären können. Also, Entschuldigung, wir reden ja jetzt von Amerika. Genau. Und in einer amerikanischen Talkshow wären Sie schon längst ausgeschaltet worden. Weil da ist eine völlig andere Reaktion. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als dann nun Melania da ihre Rede vom Prompter gelesen hat, hat dann Wolf Blitzer von CNN gesagt, wow. Die Frau von Trump. Ja, mhm. Die hat da so also von Michelle abgeschrieben, wie auch immer. Wow, what a powerful speech. Und dann sage ich, ich will die gar nicht hören. Ich will gar nicht wissen, was die Frau von dem Menschen zu sagen hat, den ich zum Präsidenten melde. Und das ist ein anderes, wie auch immer, Politikverständnis, eine andere mediale Betrachtung von Politik. Ernsthaft, wirklich. Also man muss es nicht auf den niedrigsten Nenner festmachen. Diese Shows gibt es alle, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt auch NPR und PBS. Es gibt sehr seriöse Zeitungen. Entschuldigung, die haben extrem hohe Klickzahlen. Die bedienen die Leute, die Erklärungen suchen mit ihren Fact-Checking-Webseiten. Und anderen Dingen. Also es gibt auch eine Nachfrage nach Erklärungen, nicht nur nach Emotionen. Diese O'Reillys, die da jeden Abend sitzen, die Sean Hannitys, Das ist Fox News. Ja. Und die haben natürlich, also dagegen ist ja Frau von Storch eine lupenreine Demokratin, die erzählen Sachen, da würden die in Deutschland nicht durchkommen damit. Das ist im amerikanischen Mediengeschäft überhaupt kein Problem. Es ist eine andere Sprache. Ja. Also das muss man einfach hier wahrnehmen. Deswegen kommt jetzt langsam Trump an Clinton ran, weil er es vereinfacht. Das finden wir alle nicht gut. Sie müssen ja Ihre Freude, Herr Lafontaine, an Bernie Sanders gehabt haben. So ist es, ja. Ja, mein Sohn auch. Aber genau. Der ist jetzt weg. Emotionen statt Fakten haben wir unsere Sendung genannt. Diese Sender erreicht. Ja, okay. Emotionen statt Fakten haben wir unsere Sendung genannt und haben einen Mann zu Gast in Oscar Lafontaine, der das am eigenen Leib schon mal erfahren hat, dass das ja nicht so neu ist. Als Sie als Kanzlerkandidat angetreten sind, haben Sie die Wahrheit gesagt, indem Sie gesagt haben, die deutsche Einheit, ich vereinfache jetzt und mache es ein bisschen gröber, wird teuer, derweil Helmut Kohl, Ihr Gegenkandidat, gesagt hat, bitte, wieso, da gibt es blühende Landschaften. Ist also irgendwas neu am Phänomen Trump oder hat sich da nur was, sagen wir, verschlimmbessert? Man kann das an dem Titel erklären, den Sie gewählt haben für die Sendung. Emotionen oder Fakten. Man muss einfach wissen, Emotionen entscheiden. Das ist also wirklich nichts Neues. Damals wie heute. Damals wie heute. Damals war das Gefühl eben, wir wollen zusammen sein, ein starkes Gefühl. Da konnte also jemand kommen mit Zahlen, das hat überhaupt niemanden interessiert. Das ist auch ein Gesetz in der Sozialpsychologie. Also mein verstorbener Freund Horst Eberhard Richter, den der ein oder andere kennt, hat mir immer gesagt, wenn das Gefühl stark ist, kannst du mit Fakten kommen, wie du willst. Es interessiert nicht mehr, du kommst gar nicht mehr durch. Das ist überhaupt nicht neu. Wenn also Trump jetzt beispielsweise drei Themen hat, einmal eben die Einwanderung, dann die Muslime und dann gegen das Establishment,
trifft er auf ein weit verbreitetes Gefühl. Das muss man einfach nur wissen. Das versucht er eben zu nutzen und versucht es für sich zu mobilisieren. Und es ist ja richtig, dass Martin Schulz gesagt hat, es ist ja nicht nur eine Frage in den USA, sondern es ist eine, bei uns kennen wir das ja auch. Und die Namen hast du ja genannt. Und dennoch gibt es eben eine gesellschaftliche Ursache für diese Möglichkeit. Und das ist die Art der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, die dazu Jahrzehnte, muss ich besser sagen, von Reagan und Thatcher angefangen, die dazu geführt hat, dass eben im unteren Sektor die Menschen ärmer geworden sind. Also bei Deutschland brauchen wir das ja gar nicht zu erzählen. Im niedrigeren Sektor, Werkverträge, Leiharbeiten und so weiter. Ähnliche Entwicklung gibt es natürlich in den Vereinigten Staaten. Und dann die Mittelschichten verlieren immer mehr. Es gibt kaum Lohnerhöhungen, die Reallöhne stagnieren. Und dann baut sich ein Gefühl der Unzufriedenheit auf und irgendwie der Wille, es denen da oben mal zu zeigen. Und deswegen habe ich die These, die Rechte oder das Irrationale wird stark, wenn wir keine Sozialpolitik machen, die den Menschen das Gefühl gibt, eure Wünsche werden ernst genommen. Und in diese Lücke stößt nach meinem Urteil Trump rein. Irrational nennen Sie seinen Wahlkampf. Man könnte auch sagen, der Mann lügt zum Teil wie gedruckt, denn dessen Wahlkampf, können wir uns mal anschauen, ist echt nicht von schlechten Eltern. Donald Trump und die Wahrheit. In seinem Wahlkampf bleibt sie immer wieder auf der Strecke. Trump bezeichnet Präsident Obama als Begründer der Terrormiliz Islamischer Staat. Er hat den IS gegründet. Er ist der Gründer des IS. Donald Trump über mexikanische Einwanderer. Sie bringen Drogen, Kriminalität, sie sind Vergewaltiger. Doch statistisch sind Einwanderer nicht krimineller als Durchschnittsamerikaner. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt laut Trump bei bis zu 42%. Offiziell liegt sie jedoch bei 4,9%. Und, so Trump, ich war gegen den Irakkrieg. Doch 2002 hat er den Einmarsch in einem Interview ausdrücklich befürwortet. Der Rechercheverbund PolitiFact hat hunderte Aussagen Trumps auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht. Sein Fazit? Etwa drei Viertel der Aussagen von Trump sind nicht korrekt. Trump fordert nun während des TV-Duells am kommenden Montag auf einen Faktencheck zu verzichten. Herr Gottschalk, liefert er das bessere Entertainment und kommt deshalb mit den Lügen durch? In der Tat sehe ich, und das möge man mir verzeihen, und deswegen sitze ich ja wahrscheinlich hier, nicht die politischen Zusammenhänge, die versuche ich zu verstehen, und ich verstehe sie in Amerika nicht, ich darf da auch gar nicht wählen und bin da auch nicht scharf drauf. Aber natürlich sehe ich psychologische Effekte, die ich als Entertainer kenne. Also für mich wäre das ungefähr so, wenn Trump in Amerika Präsident wird, das wäre so, wenn man Dieter Bohlen jetzt fragen würde, ob er Nachfolger von Herrn Gauck werden würde. Das ist ein Egomane. Das ist, der Mann entspringt ja einer Reality-Show. Dieses Apprentice, wo sein berühmter Satz, you are fired, dadurch ist der bekannt geworden. Und ansonsten ist der sowas, wie wir hier Bernie Ecclestone sehen, ein unheimlich reicher Mann mit vielen Frauen und der hat da, wenn du in New York unterwegs bist, an jedem fünften Haus steht irgendwas mit Trump. Diese Universität, die ja nun ein ziemlicher Fake war, wo du also dir irgendwelche Kurse kaufen konntest für viel Geld. Also der Mann hat ja nichts, was man ihm nun politisch im Grunde abkaufen könnte. Und ist das das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass da hat Herr von Lafontaine völlig recht, Gefühle weckt, Emotionen weckt. Und gerade weil Frau Clinton doch sehr, ich will mal sagen, auch in ihren Bemühungen beim Volk zu sein, kühl rüberkommt, dann will sie eine U-Bahn-Karte lösen und weiß nicht genau, wie es geht. Das heißt, dass auch sie wirkt, ich habe sie auch kennengelernt, wie eine Chemielehrerin. Das ist einfach eine strenge, intelligente Frau, wo man so ein bisschen sagt, und sie ist nicht beliebt in Amerika. Trump, man kann nicht sagen, dass er beliebt ist, aber er ist unterhaltsam und er spricht ja auch dauernd von seinen Quoten. Er sagt in meinen Shows, alle schalten zu. Er ist völlig von sich benebelt und spricht in einer Art und Weise über Politik, dass ich begeistert ihm zuschaue als Entertainer. Aber als Wähler sage ich um Himmels Willen. Herr Johnson.
Sie haben uns ja teilhaben lassen an Ihren Bauchschmerzen, die Sie durchaus hatten. Und Sie haben erzählt, dass Sie eigentlich in Wahrheit auf einen anderen Kandidaten gehofft haben. Nun allerdings werden Sie Herrn Trump wählen. Heißt das, und das haben wir ja gerade in dem Einspieler noch mal gesehen, Ihnen ist geradewegs egal, dass der Mann lügt? So, das Wort Lügen wird eingesetzt hier. Also ein Beispiel, ich bin alter Soldat. Ich habe auch im ersten Golfkrieg an der Front mit einer Panzerdivision. Und die Tatsache, dass im Jahr 2011 Hillary Clinton als Außenministerin und Barack Obama haben die Entscheidung getroffen, jeder einzelne US-Soldat aus Irak zurückzuziehen, auf Einschlag in Dezember 2011, haben die Licht ausgeschaltet und Tür aufgelassen. So, und was passiert dann? Natürlich, das war die Einladung für, ich meine, ich würde nicht sagen, dass der Obama der Gründer war, von ISIS war, aber ohne diese, die Generäle haben gebetet, wirklich fast auf Knien, wir müssen mindestens 25.000 Truppen hier lassen, als Unterstützung für die irakische Armee, da die noch in der Anfangsphase sind. Auch war eine Behauptung, dass die US-Regierung ein Status of Forces Agreement mit der irakischen Regierung nicht abschließen könnte. Das heißt, also wenn die Soldaten irgendwie angeklagt werden für irgendein Verbrechen. Das ist aber das ist genauso in Deutschland, als ich Kompaniechef hier war. Wenn ein Soldat irgendwas getan hat, Verkehrsunfall oder was, wir mussten immer fragen, in Bayern, dürfen wir das selber im Militär vor Gericht bringen oder möchten Sie in Bayern hier das machen? So, Das heißt, Sie sagen, er hat nicht gelogen, wenn er sagt, Obama hat, der hat übertrieben. IS gegrüßt, ja, sondern er hat übertrieben. Das ist ein beschützter Weg zu sagen. Ja, ja. Darf man hier etwas klarstellen? Also wenn ein US-Präsident den IS gegründet hat, dann nicht Obama, sondern George W. Bush. Der völkerrechtswidrige Einfall in Irak, der ja eben viele Menschen das Leben gekostet hat und eben die ganze Baath-Partei eben als illegal erklärt hat, hat natürlich den IS aufgebaut. Der Gründer des IS, für mich politisch gesehen, ist George W. Bush, nicht der Obama. Dann hat sich der Trump nur mal verrechnet. Aber vielleicht hat er nicht verwechselt, ich weiß es nicht. Spielt das noch eine Rolle, Frau Stelzenmüller, wer da wie jetzt gelogen hat? Oder geht das einfach also, geradewegs so durch? Ich glaube, wir könnten die ganze Sendung damit verbringen, jetzt darüber zu rechten, wer was wie wann sozusagen verschuldet hat. Das würde ich nicht machen. Ich möchte nicht unhöflich zu Ihnen sein, Herr Johnson, aber ich glaube schon, dass man im Fall von Trump also nicht nur Lügen, sondern auch ganz üblen, also entwürdigenden, menschenunwürdigen Entgleisungen reden muss. Gegenüber Behinderten, gegenüber Frauen, gegenüber Journalisten. Er hat, also ich, was mich als Juristin wirklich besonders schockiert, ist, dass er so viel Verachtung geäußert hat für die Grundsätze des amerikanischen Verfassungsstaates, für die Unabhängigkeit von Richtern des obersten Gerichtshofs und. Er hat eigentlich kein Tabu unverletzt gelassen. Und deshalb kann ich das auch nicht komisch finden, dieses Thema. Ich kann mich darüber nicht amüsieren. Ich habe republikanische Freunde. Ich habe auch Freunde, die Neokonservative waren und die für den Irakkrieg waren, die das heute natürlich anders sehen, aber die diese Briefe mit unterschreiben und die sagen, ich werde notfalls, Bob Kagan gehört dazu, ich werde notfalls dann Hillary Clinton wählen, weil hier geht es um das Schicksal unseres Staates. Das ist für mich kein Entertainment-Thema. Und da ist es auch viel zu spät, finde ich, zu diesem Zeitpunkt, um über Donald Trump noch als Entertainer sich zu amüsieren. Na, vor allen Dingen, weil das aber Folgen wenn Sie bei dem wird, Punkt da leben, dass er Emotionen wecken kann, dann kommen Sie doch mit, oder nicht? Ja, man kann diesen Mann, die Entertainment-Wirkung dieses Mannes und seine Fähigkeit, Leute zu bezirzen, das können wir analysieren. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Mhm. Das hat gravierende politische Konsequenzen, nicht nur für das Land, das unser Bündnispartner ist, sondern auch für die Sicherheit und die Zukunft von Europa. Das ist die Grundlage, auf der wir hier reden müssen. Welche Konsequenzen sehen Sie da? Welche Konsequenzen sehen Sie und meinen Sie gerade, wenn Sie das sagen? Also ich sehe das ja, ich bin ja, wie schon gesagt, Politikerklärerin, nicht Beraterin. Aber ich sehe ja jetzt schon, dass die Entwicklung in den USA, die Hilflosigkeit, mit der das republikanische Establishment, aber auch das demokratische Establishment diesem Mann und diesen Tendenzen, diesen Gefühlen gegenübersteht, hier schon in der Außen- und Sicherheitspolitik eingepreist wird. Ich finde, wie im Guten, wie im Schlechten. Ich möchte jetzt auch niemanden mit Details langweilen. Aber das, sagen wir mal, auch das also doch Erstarken des Selbstbewusstseins von Herrn Putin, ja, das Gefühl, dass im Kreml, dass sie in Syrien alles machen können und dass wir hilflos zusehen, das wird ja dadurch befördert.
Ja, und das geht uns sehr wohl etwas an, weil das ist näher an uns als an Amerika. Nun kann man sagen, Frau Stelzenmüller, Herr Schulz, Obama hat auch sehr viel versprochen. Sehr viele Menschen haben das gerne geglaubt, die ihn gewählt haben. Er hat aber längst nicht alles davon eingelöst, was er versprochen hat, und ist auch hinter manchen Erwartungen natürlich stark zurückgeblieben. Kann es bei Trump nicht ähnlich sein, dass man da jetzt denkt, boah, der redet wirklich wild daher, wird aber dann nachher pragmatisch eingefangen in ganz normaler Politik? Die Hoffnung muss man haben für den Fall, dass er gewinnt. Zweifel daran sind aber auch durchaus gerechtfertigt. Mir geht es ähnlich wie Frau Stelzenmüller. Alle Gesprächspartner, die ich in Washington habe, auch in der Republikanischen Partei, im Senat und im Abgeordnetenhaus, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie nicht glauben, dass das Check-and-Balance-System mit diesem Mann zu machen ist. Weil sie fest davon überzeugt sind, der ist in seinem, ja, in seiner Selbstverliebtheit und in seiner Hemmungslosigkeit und in seiner Verachtung für die Verfassungsstruktur, da teile ich Ihre Meinung, so weit gegangen, dass er unberechenbar wird. Ich will aber vielleicht auf das, was Oskar Lafontaine nochmal zu den Emotionen und der Vernunft gesagt hat, zurückkommen. Mhm. Politiker, die Macht haben, exekutive Macht, können mit ihren Entscheidungen auf Generationen hinweg das Leben von Menschen prägen. Deshalb ist es gut, dass den Kandidatinnen und Kandidaten für solche Ämter auf die Finger geschaut wird. Deshalb ist es gut, dass während sie im Amt sind, es Opposition und Medien gibt, die von morgens bis abends diesen Leuten, also Leuten wie, und ja, du hattest exekutive Macht, ich noch nicht, auf die Finger schauen und sie prüfen. Aber was bringt es? Und diese Leute bezeichnen, diese Leute bezeichnen Donald Trump als Leute, die er nicht hinrichten will, aber die man nicht gebrauchen kann, die man abschaffen muss, die man, also das hat schon fast totalitäre Züge. Ich würde mir wünschen, wir würden Emotionen dagegen setzen und sagen, dieser Mann ist gefährlich. Also es wird ja die ganze Zeit bei uns immer so vornehm drumherum geredet. Ich habe gesagt, der Typ ist gefährlich. Wenn der exekutive Macht kriegt, mit dem Waffenpotenzial der USA, mit den politisch weltweiten Einflüssen, der Wirtschaftsmacht USA, sehe ich große Gefahren auf die Welt kommen. Und ich glaube, man muss amerikanischen Bürgern, notfalls eben auch in Talkshows, und da würde ich mir wünschen, Hillary Clinton ging da härter zur Sache, sagen, der Typ ist eine Gefahr. Und deshalb muss man die Kombination schaffen zwischen rationalen Vorschlägen und der Emotion, die dahinter setzt. Der Kampf ist noch nicht verloren. Ich würde mir wünschen, der würde, so wie Bernie Sanders gemacht hat bei den Demokraten, jetzt mal richtig loslegen. Es geht um zu viel, als mit wohlgesetzten Worten gegen Trump zu kämpfen. Aber womöglich ist daraus auch der Aufholerfolg von Donald Trump, dass Hillary Clinton tatsächlich schwächelt. Hillary Clinton, ehemalige First Lady, Ex-Außenministerin und jetzt Präsidentschaftsbewerberin. Doch ihr einst großer Vorsprung vor Donald Trump, zusammengeschmolzen, ihr Image angekratzt. Als Außenministerin hat sie Zehntausende auch dienstliche E-Mails über ihren privaten Server verschickt. Viele davon löschte sie später, angeblich da sie privaten Inhalt hätten. Zwar konnte ihr keine Untersuchung eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht nachweisen, doch das Misstrauen wuchs. Ein anderer Vorwurf, Spender hätten sich während ihrer Amtszeit als Außenministerin Vorteile erkaufen können. Durch eine großzügige Zuwendung für die wohltätige Clinton Foundation. Clinton bestreitet, bewiesen ist bisher nichts, aber wieder Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Und schließlich ihr Schwächeanfall am 11.09. Der Widerhall in den sozialen Netzwerken. Dort wird ihr Fasszusammenbruch tausendfach gezeigt und kommentiert, belegt, Clintons Gesundheitszustand ist von Bedeutung. Ihr Team wiegelt zunächst ab. Erst mit Verspätung heißt es, sie habe eine Lungenentzündung. Und so wächst wieder das Misstrauen. All das kommt nicht gut an. Ebenso wenig wie kürzlich ihre Beschimpfung der Trump-Wähler. Um es mal grob zu verallgemeinern, man könnte die Hälfte von Trumps Unterstützern in eine Schublade stecken mit dem Namen die Bedauernswerten. Stimmt's? Rassisten, Sexisten, Homophobe, Fremdenfeinde. Frau Stelzenmüller, kriegt Trump nur ein Bein auf den Boden, weil Hillary Clinton Fehler macht, weil sie zu schwach und auch unglaubwürdig ist an manchen Stellen? Also natürlich hat die Kandidatin Clinton auch Schwächen.
ja, und bringt Risiken mit. Aber ich glaube, dass Trump einfach auf einem anderen politischen Planeten agiert und Erfolge hat. Und er ist vielleicht das Modell eines neuen Politikers. Und in diesem Fall würden dann sich auch Herr Lafontaine und Herr Schulz noch mal umgucken müssen. Also wenn das stimmt, was ich sage, dass das auch zu uns rüberschwappen könnte, ja, dann müssen wir vielleicht nur noch auf den Trump-AfD-Kandidaten warten. Und dann werden wir sehen, wie solide bei uns die Demokratie ist. Aber einstweilen muss ich auch sagen, Clinton... Was soll das heißen, dass man den Kandidaten, der auf einem anderen Planeten ist, nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln kontern kann? Das ist offensichtlich... Ich habe das jedenfalls... Also in Washington lebend seit 2 Jahren habe ich den starken Eindruck, dass die Republikanische Partei nicht weiß, wie sie ihren eigenen Derwisch wieder einfangen soll. Ja? Und das ist wirklich schockierend. Und die Gegenkandidatin weiß es auch. Und die Gegenkandidatin hat es auf der eigenen Parteikonvention, also dem Parteikongress, im Sommer eigentlich ziemlich gut gekonnt. Ja, er hat dann nur danach, und danach hatte er auch in den Umfragen ja ein richtiges Tal. Aber er hat wieder aufgeholt. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwer für sie, das zu kontern. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal sagen, sie wird, und das finde ich wirklich erstaunlich, also an ganz anderen Maßstäben gemessen als er. Der kann sich wirklich jeden Whopper leisten, wie die Amerikaner sagen. Die erstaunlichsten Fehlleistungen. Und die Frau ist, natürlich hat sie auch außenpolitische Fehlentscheidungen getroffen, aber sie hat keinen Krieg geführt, den Krieg führt ein Präsident, Herr Lafontaine, wirklich. Wollen wir die Kirche im Dorf lassen, um einen Bogen zu ziehen. Ich habe gesagt, Herr Trump hat noch keinen Krieg geführt. Ja, aber sie auch nicht. Und die Frau hat eine bemerkenswerte politische Erfahrung. Und was ich noch wichtiger finde, ist, sie hat, und das ist, haben ja nicht so viele Politiker, sie hat echte Lernfähigkeit gezeigt. Ja, die hat umgedacht. Sie hat das auch offen zugegeben, wenn sie Fehler gemacht hat. Die Sache mit dem E-Mail-Server ist ein Fehler. Die Sache mit der Foundation. Die Foundation ist nach allem, was man weiß, sauber. Ja. Ja. Sie sollte sich aber längst von der richtig abgekoppelt haben. Herr Trump hat sich von seinen Unternehmen überhaupt nicht abgekoppelt. Der denkt auch gar nicht dran. Ja. Im Übrigen hat er 4-mal Pleiten gemacht. Also wir sagen, dass wir da werden völlig unterschiedliche... Pleite gemacht mit Spielcasinos. Ja, richtig. Also mit anderen Worten, das wird an völlig unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Diese Stiftung von Clinton hat nach allem, was man weiß, beste Noten und macht wirklich wichtige Dinge weltweit. Herr Lafontaine, Sie wollten kontern. Wir waren bei der Frage, holt Trump nur auf, weil Clinton so schwach ist? Ich würde nicht sagen, weil Clinton so schwach ist, sondern nur weil die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten ein Bild von ihr haben. Das Bild kommt nicht von ungefähr. Sie ist ja keine Unbekannte. Aber ich würde gerne das Thema ein bisschen weiterspannen. Hat eigentlich der Präsident die Macht, um das mal so zu sagen? Ich habe ja damals, in der Zeit, die Sie angesprochen haben, versucht, Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte zu machen. Ein Weltproblem. Es gab ja Konferenzen. Sie wollen die Finanzmärkte... Die Zeit habe ich gar nicht angesprochen. Das haben die reguliert. Zeit als Finanzminister. Ja, es ist aber ganz entscheidend. So, und jetzt nichts passiert. Das heißt, die Wall Street ist immer stärker als jeder Präsident. Ich will das hier mal sagen, man kann dem widersprechen, ich sage es hier aber. Dann gibt es den industriellen Komplex, kriegsindustriellen Komplex, vor dem schon Eisenhower gewarnt hat. Und das ist jetzt das große Problem. Die Kandidatin Clinton ist eine typische Vertreterin dieses Komplexes. Sie wird von der Waffenindustrie bekommt sie Spenden, sie bekommt von der Ölindustrie Spenden, sie bekommt von Saudi-Arabien Spenden. Man glaubt das gar nicht, aber es ist so. Weil Trump natürlich der Lobbyist der Waffen. Ich komme gleich zu Trump. Ich will also hier nicht den Eindruck erwecken, ich verteidige Trump. Nee, ich versuche zu erklären, warum eben Trump leichtes Spiel hat. Clinton hat eben das Image, dass sie eben eine Kandidatin der Wall Street und der Kriegsindustrie ist. Und das hat ja Sanders zu seiner Kampagne gemacht. Er hat gesagt, ich möchte gewählt werden, weil sie eben zu sehr von Wall Street und von der Kriegswirtschaft und so weiter abhängig ist. Und weil Sie vorhin eingeworfen haben, sie hätte keine Kriege geführt oder so, sie war ganz entscheidend für den Libyen-Krieg. Das weiß jeder, das ist weltweit bekannt. Sie nicken, das war nun mal sie in erster Linie. Und ein Desaster hat sie damit zu verantworten. Dabei können wir doch nicht hinwegtäuschen. Und sie fordert also mehr Bomben, beispielsweise in Syrien. Ich hätte wirklich Schwierigkeiten zu entscheiden, wer da zu wählen ist. Frau Clinton hat also nicht nur kleine Fehler, sie hat erhebliche Fehler. Und der berühmte Regisseur Oliver Stone hat zu Recht gesagt, sie gehört zur Kriegspartei der Vereinigten Staaten. Herr Jäger, das ist jetzt... Also darf ich? Klar. Also, das ist jetzt wirklich die gesamte, Sie sind gerade durch die gesamte Mottenkiste der antiamerikanischen Klischees geritten. Also ich fange mal an. Ich sag doch auch nicht, also, Sie sind Frau eine Marionette. Nicht ich sag doch auch Amerika, nicht, Sie sind eine Marionette des Vatikans, weil Sie in der katholischen Schule Wort, waren. Entschuldigung, das dümmste Wort, das in der Debatte hier verwandt wird. Wir sind für die Menschen, die in den Vereinigten Staaten eben große Probleme haben, die soziale Probleme haben. Die alle, das sind die Vereinigten Staaten. Ja. Man kann nur nicht eben die Oberschicht als Amerika bezeichnen, wenn man sie kritisiert.
kritisiert, ist das antiamerikanisch. Das ist wirklich nicht sehr intellektuell. Insofern können Sie ruhig in unserer Runde bleiben. Und danke Ihnen. Das ist nett von Ihnen. Aber Sie sind sehr herzlich willkommen. Strafe für die Klugscheißer. Also, aber hören Sie, das sind doch trotzdem Klischees, Verzeihung. Also, das, die Hörigkeit zur Wall Street, das stimmt nicht. Den militärischen, industriellen Komplex, den gibt's so nicht. Der Krieg in Libyen ist mit Hilfe einer UN-Resolution ermöglicht worden. Wenn Sie sich die Vereinten Nationen, aber es ist immer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen abgesegnet worden, Herr Lafontaine. Ja, das war nach dem Grundsatz der Responsibility to Protect. Ja, das wollen wir doch mal nicht vergessen. Ja, da hat ein Großteil von Europa mitgemacht und wir haben auch nicht dagegen gestimmt. Wir haben uns enthalten. Ja, also will sagen, ich finde, sie klettern einfach hier die Dinge auf eine Weise, die sozusagen nicht der Wahrheitsfindung dient. Und ich glaube, dass Hillary Clinton auf vielfache Weise ihre intellektuelle und auch politische Unabhängigkeit bewiesen hat. Und diesen militärisch-industriellen Komplex, das ist wirklich eine uralte Geschichte, das gibt es so gar nicht mehr. Die Rüstungsindustrie, die wäre froh, wenn die Leute entgegengehalten wird, Frau Stelzmüller, bringen wir es mal auf ein vielleicht nicht ganz so klischeehaftes und auch nicht so ganz so problematisches Wort. Was ihr aber entgegengehalten wird, ist doch, Herr Scholz, und damit muss sie sich irgendwie beschäftigen, dass sie als Vertreterin des sogenannten Establishments wahrgenommen wird, oder? Das kriegt sie nicht abgestreift. Liegt also in diesem Wahlkampf und jetzt dem Patt, das sich abzeichnet, die massive Anklage an all das, was als politische Elite wahrgenommen wird, dann müsste es Sie auch, Herr Scholz, echt plagen. Tut es auch. Ist ja nicht so, als würden wir sitzen hier zusammen, weil wir besorgt sind. Ich will noch mal auf das vergleichbare Phänomen weltweit zurückkommen. In Europa haben wir eine ähnliche Gefühlslage. Die da oben interessieren sich für mich nicht. Das ist ein Gefühl, dass ich weiß nicht, wer von uns hier über die Wutbürger im Jacketzi hatten, glaube ich, davon gesprochen. Ganz viele Menschen, durchaus auch Menschen, denen es gut geht, haben das Gefühl, dass sie hart arbeiten, sich an die Regeln halten und nicht respektiert werden. Und der Begriff Establishment wird sozusagen als ein Label genommen, als eine Bezeichnung für all diejenigen, die Verantwortung in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen tragen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Journalistik. Und die alle interessieren sich für mich nicht und ich bin abgehängt, ich zähle nicht. Dieses Gefühl drückt sich aus. Nur man darf sich damit nicht zufrieden geben. Und man muss deshalb zum Beispiel mal die Frage stellen, wenn man jetzt auf die USA schaut, was ist eigentlich der Herr Trump, dieser Milliardär, der mit Immobilienspekulationen und Casinos Milliarden verdient hat, ist der die Alternative zum Establishment? Wenn es einen Repräsentanten des amerikanischen Establishments in der Wirtschaft gibt, dann heißt er Donald Trump. Insofern ist das ja ein Etikettenschwindel, was da abläuft. Deshalb glaube ich nochmal, man muss bei Hillary Clinton hoffen, dass die Demokratische Partei, Bernie Sanders ist ja auch noch im Wahlkampf, das Running Mate, also der Vizepräsidentschaftskandidat, die sind ja auch noch da. Die müssen die Reihen schließen. Natürlich ist Hillary Clinton für jeden linken Europäer, war Bernie Sanders uns näher. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber Bernie Sanders hat sich am Ende hinter Hillary Clinton gestellt, nicht etwa, weil er in Hillary verliebt ist, sondern weil er eins sieht. In der Politik geht es am Ende um Verantwortungsbewusstsein. Und mein Gefühl ist, das genau hat Hillary Clinton mehr als dieser Mann. Und deshalb hoffe ich nochmal, dass die eins begreifen, wenn es so ist, wie Sie es gesagt haben, die amerikanischen Wählerinnen und Wähler, wenn es so ist, wie Herr Gottschalk es gesagt hat, und das ist ja unsere Erfahrung, dass sie am Ende, wenn so eine emotionale Welle dagegen nicht läuft, sie dagegen mit guten Worten nicht ankommen, dann muss man eine emotionale Gegenwelle aufbauen. Und ich hoffe, die Demokraten werden das machen. Kann das Hillary Clinton Ihrer Meinung nach eine demokratische Welle aufbauen, so wie Sie sie mal kurz erlebt haben? Also ich kann das amerikanische Wahlvolk nicht nachvollziehen. Es ist bei den Amerikanern so, dass die jungen Leute bei Sanders, die haben das geschafft. Absolut, das war es eben. Und ich in meiner politischen Naivität hätte gesagt, warum macht sie Sanders nicht zu ihrem Running Mate? Und die beiden werden sich in irgendeiner Form dann einigen. Denn das sagen ja auch die Republikaner. Wir haben etwas übersehen. Uns ist etwas passiert. Auch reiche Republikaner können es nicht mehr fassen, dass es auf der Park Avenue Apartments für 120 Millionen gibt. Da ist
etwas völlig Absurdes passiert. Und das haben die Republikaner nicht begriffen mit ihrem Trickle-Down-System. Wenn es den Reichen gut geht, dann geht es auch irgendwann den Armen gut. Das merke selbst ich, dass das naiv ist. Herr Johnson, warum wird Donald Trump nicht als Vertreter des Establishments oder der Eliten empfunden, wenn er mehrfacher Milliardär ist? Er war schon immer Einzelgänger und war nie Teil des Establishments oder dieser alten Garde. Aber ich wollte was dazu sagen. Also wir haben schon erwähnt, dass die Amerikaner, dass wir eine andere Mentalität haben, dass wir komische Tiere sind. Wir sehen die Welt anders als die Europäer. Zum Teil stimmt das. Also wir auch zu unserem Thema heute Abend, also Fakten oder Emotionen. Also für die Amerikaner, Emotionen spielen eine sehr große Rolle. Ich habe heute geschaut nach aktuellen Arbeitslosigkeitsquoten in den USA. So, und von 330 Millionen Einwohnern in den USA plus minus ein paar Tausend, die sogenannte Arbeitslosigkeit-6-Quote oder U6, das heißt Leute, die tatsächlich keinen Job haben, Leute, die nur Teilzeitjobs haben, aber suchen Vollzeitjob, und auch Leute, die zum Beispiel über 50 und keine Chance haben, wieder eine Arbeitsstelle zu finden, die haben es einfach aufgegeben. Die Prozentanteil ist 9,7% von 300, so das heißt über 30 Millionen Amerikaner, die arbeitslos sind. Kleine Firmen, die ich bin gebürtig in Kalifornien. Trump sagte 42%. Ja. Ich sage nur, was ich heute, das war wahrscheinlich letzte Woche, ich habe nur heute geschaut. Und und so viele kleine Firmen sind pleite jetzt. Mhm. Ich meine, wir haben einen Steuersatz für Firmen, 39% in den USA. Ich meine, es gibt viel Steuerabschreibung und so weiter, was man kann es reduzieren, aber das ist eine der höchsten in der ganzen Welt. Viele Firmen verlassen die USA. Es gibt einen Riesenfrust unter der Bevölkerung, meiner Ansicht nach, was ich höre von Freunden und Bekannten und was ich lese. Und die Leute sind der Meinung, das muss sich ändern. Und die meinen auch, dass wenn die Clinton gewählt wird, das wird eine dritte Amtsperiode für Obama. Das heißt, das ändert dann überhaupt gar nichts. Ja, Trump gegen Clinton, das muss man sagen, Herr Johnson spricht es an, ist nicht zuletzt auch ein Kampf darum, wie denn eigentlich der wahre Zustand des Landes wahrgenommen wird. Und die Anhänger Trumps fühlen sich da oder sind es sogar abgehängt. We're so sick of Obama. Wir haben so die Schnauze voll von Obama, dass wir nur auf einen gewartet haben, der so politisch inkorrekt ist. Alle sind heiß auf Trump. Everybody's hot for Trump. Donald Trump, Milliardär und Alphatier. Sein Name, eine Marke. I'm really rich. Das Vermögen aus dem Immobiliengeschäft. Vom Vater kommt in den 60er Jahren das Startkapital und der Tipp, sei ein Killer. Ich habe keine Lobbyisten und Banken, die mich finanzieren. Ich zahle alles selbst. Er hört nicht so darauf, was Politiker denken, sondern was die Leute denken. Das ist eine gute Sache. Also bekommt er meine Stimme. Amerika sollte wieder sein wie in den 50ern und 60ern. Ein sehr sicheres Land. Naja, er ist Geschäftsmann, jemand, der sich mit Wirtschaft auskennt, sorgt für neue Jobs. Herr Johnson, nochmal, fühlen sich die Anhänger von Trump abgehängt und auch unverstanden oder sind sie es? Zweifelsohne, das ist der Fall. Es ist der Fall? Auf jeden Fall. Würden Sie es bestätigen, Frau Stelzenmüller? Ich versuche so oft ich kann aus Washington rauszukommen. Ja? Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit Bevölkerungsanteile, die so fühlen. Es gibt ein wunderbares Buch, das gerade rausgekommen ist von J.D. Vance, Hillbilly Elegy, über eines, das ist so, wenn Sie so wollen, der Hunsrück in von Amerika in West Virginia und in Kentucky. Schöne Region, wunderschön, aber wirklich geprägt von Armut, Opiatabhängigkeit, Arbeitslosigkeit und. Und das ist deshalb so ein wunderbares Buch, weil es nicht so, Entschuldigung, ich finde manchmal diese Wortwahl ein bisschen denunziatorisch, auch in diesen Kurzfilmen. Welche?
Ja, es klingt häufig so hart am Rande des Mokanten. Und auch diese Bemerkung von Sloterdijk, die hängt mir noch nach. Das mit dem Kindvolk, das empfinde ich als denotatorisch. Aber ich empfehle nur allen, das mag ich nicht. Tut mir leid. Das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Nur Frau Stelzner, ich will Sie gar nicht kritisieren. Wenn aber Sie ganz was kurz aussetzen an den ich nehme das ernst. Matzen, dann helfen Sie mir. Was genau? Stellst du da? Es hat halt immer was von zur Schau stellen, ja? diese Filmchen. Und ich glaube, wenn Sie... komme ich nicht ganz mit, aber... Ja, ich glaube, diese Probleme gibt es bei uns auch. Und ich suche ja auch nach Verständnis für die Leute, die sich so abgehängt fühlen. Ich finde, das müssen wir alle tun, das sind wir ihnen schuldig. Wir müssen das verstehen, selbst wenn wir am Ende zum Schluss kommen, dass das falsch ist. Da haben wir das ja, nicht Leute vorgeführt, sondern eingespielt, nur was die Menschen sagen. Aber ich bemühe mich, ich reise zum Beispiel viel außerhalb von Washington, ich werde viel zu Vorträgen eingeladen. Es gibt in Amerika, was zum Beispiel wenig bekannt ist, überall, in ganz Amerika, in fast allen Staaten, Clubs für internationale Beziehungen. Ja, die schreiben an Thinktanks wie meinen und sagen, können Sie bitte kommen und uns erklären, was in Deutschland und Europa passiert mit der Flüchtlingskrise. Ich kann mich gar nicht retten für Einladung. Mhm. Und die Leute sind nicht nur ernsthaft interessiert, sondern sie wollen wissen, warum das passiert und sie haben Anteilnahme und sie fragen, wie sie helfen können. Ja, das ist einfach, besteht, finde ich, in einem gewissen Widerspruch zu dem Amerika-Bild, das viele Leute hierzulande haben. Ja? Aber ich interessiere mich auch ernsthaft. Ich möchte auch wissen, deshalb habe ich Sie gefragt, fühlen sich die Menschen, die Anhänger Trumps, abgehängt? Fühlen die sich nur so oder sind sie es in der Tat? Offensichtlich fühlen sie sich nicht so. Es gibt auch Leute, die abgehängt sind und dafür gibt es, wie in diesem Buch, das ich gerade genannt habe, oder in einem anderen sehr berühmten Buch von George Packer, The Unwinding, da wird sehr genau wie eine dichte Sozialreportage beschrieben, wie die Subprime-Mortgage-Crisis, die Finanzkrise sich ausgewirkt hat auf das Leben der Menschen, wie die Deindustrialisierung sich ausgewirkt hat, wie die Entstaatlichung, das hat Herr Lafontaine ja aufgehoben. Ich glaube, dieser neoliberalen Kritik nicht ganz, aber die Entstaatlichung auf der Gemeinde- und Staatenebene, das hat dazu geführt, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie im Stich gelassen werden. Ne? Und ist das, Herr Schulz, eine gute Erklärung dafür, dass jemand wie Herr Trump dieses in einer Weise anspielt, dass man das Gefühl hat, aha, da ist wenigstens mal einer, der mich versteht? Natürlich fühlt sich halb Amerika abgehängt, zu Recht. Teilweise ist es ein drittes Weltland, also man darf nicht Beverly Hills und man darf nicht New York sehen. Das ist teilweise in einem armseligen Zustand, dieses Land. Nur, man muss diesen Leuten klar machen, dass sie durch Trump nicht wieder angehängt werden. Man muss ihnen nicht erklären, dass sie abgehängt sind, das haben sie gemerkt. Nur, dass Trump nicht die Lösung ihrer Probleme ist, das muss man ihnen erklären. Also ich glaube, das Phänomen... Also beides trifft zu. Es gibt die effektiv Abgehängten und es gibt diejenigen, die das Gefühl haben, sie seien abgehängt oder sich bedroht fühlen, dass sie abgehängt werden in der Zukunft. Mhm. Ich versuche das mal aus meinem Alltag als Europapolitiker zu übersetzen. Das begegnet mir jeden Tag. Auch bei Leuten, die gut situiert sind. Diese Abstiegsangst und die Bedrohung oder das Gefühl, ich zähle da für euch überhaupt nicht. Mhm. Wir diskutieren immer nur in Milliarden. 10 Milliarden hier, 15 Milliarden da hinten, morgen 20 Milliarden, gestern 30 Milliarden. Ich nehme mal an, für die meisten hier im Raum ist 1 Million viel Geld. Mhm. Aber für 99% aller Menschen sind 1.000 Euro. Haben und nicht haben schon 2.000, um zu überleben, um die Miete zu bezahlen, um das Auto zu fahren, um die Kinder durchzubringen. Mhm. Diese Leute haben das Gefühl, wir haben oft gar keine Alternative. Wir müssen in der globalen Welt mit diesen Milliarden operieren, das ist schon so. Aber die Leute haben das Gefühl, diese Milliardentypen da interessieren sich für meine 1.000 Euro überhaupt nicht. Und wenn wir es nicht schaffen als Politiker, an die allererste Stelle unseres Denkens die 1.000 Euro zu setzen und das auch zu vermitteln, dann haben die Trumps dieser Erde Hochkonjunktur. Deshalb war Bernie Sanders auch so erfolgreich, weil das war ein Senator, der gesagt hat, ich bin euer 1.000-Euro-Senator, genau in die Richtung müssen wir gehen. Dann kann man Leute wie Trump auch schlagen, weil am Ende, da bin ich ziemlich sicher, da werden auch die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, die zur Wahl gehen, oder ich hoffe es jedenfalls, sagen wir mal so, entscheiden zwischen hohlen Phrasen und einem, der sagt, dass die Größe seines Geschlechtsteils eine Kategorie im Wahlkampf ist und einer meinetwegen defizitieren Hillary Clinton, die aber am Ende weiß, wovon sie redet. Warum genau, Herr Gottschalk, da komme ich nicht ganz mit.
Warum genau erhoffen sich Menschen, die für die vielleicht, wie Herr Schulz es gesagt hat, 1000 Euro richtig viel Geld sind? Oder dann übersetzt eben 1000 Dollar von einem superreichen Mann wie Trump Verständnis? Also wenn ich die Frage beantworten könnte, würde ich im amerikanischen Wahlkampf unterwegs sein. Das weiß man eben nicht. Und alle die, die da gerade vor die Kamera getreten sind, die hätte man mal fragen müssen, was glaubt ihr denn, was er für euch tun kann, was Obama nicht getan hat? Nur eine kleine Antwort gleich darauf selber. Es hat gerade ein Mensch, mit dem ich mich über diese amerikanischen Themen unterhalten habe, mir gesagt, das Ungerechte an Obamas Gesundheitsreform, weil ich mir gedacht habe, das hat er doch geleistet. Ja, heute kann sich jeder, der merkt, dass er krank ist, noch versichern. Das ist, finde ich, unsportlich. Also wenn du sagst, du versicherst dich gleich mit 15, dann zahlst du dein Leben lang. Aber krank werden und sich dann versichern wollen, das geht auf keinen Fall. Also der Amerikaner sagt, ich habe das gute Recht, auf meine Gesundheit zu vertrauen und mir das Geld für die Kasse zu sparen und ich werde eben nicht krank. Das ist, so denkt ein Kindvolk. Nein, Entschuldigung. Ich finde Sie unheimlich sympathisch, aber ich muss Ihnen da einfach widersprechen, so nett Sie sind, ehrlich. Dann dürfen Sie über Leute, ja, aber nein. Das macht der Trump genauso. Der sagt, das machen immer nur meine Anhänger, machen diese Sachen, aber ich nicht. Das können Sie nicht, bitte machen Sie das nicht. Ich glaube, die Leute, die in dem Film zu sehen haben, die haben ein Gefühl. Alles, was anders ist als das, was wir haben, ist besser. Ja. Und das ist, glaube ich, das Gefühl. Und Trump macht das natürlich sehr geschickt. Oh. Und das kann er in der Situation machen. Er sagt, ich bin nicht käuflich. So wendet er das. Und das ist eine Situation, in der also die Präsidentschaftskampagnen ja wirklich mit Milliarden mittlerweile finanziert werden von großen Spendern, ist das natürlich ganz geschickt. Nun zitiere ich nochmal zum Klischee einen amerikanischen Präsidenten, Jimmy Carter, der hat gesagt, wir haben mittlerweile eine korrupte Oligarchie, die Politik ist käuflich. Und auch da, in diese Kritik, stößt Trump hinein und sagt, ich bin nicht käuflich, ich habe mein eigenes Geld, das geschickt. Aber was jetzt diese Abgehängten angeht, beide Kandidaten beginnen ja jetzt vom Mindestlohn zu reden, sie wollen ihn erhöhen. Frau Clinton sagt ja, ich möchte jetzt einen klassischen sozialdemokratischen Ansatz, ich möchte jetzt, dass jeder studieren kann, dass nicht nur diejenigen studieren können, die auf Harvard gehen. Also es beginnt jetzt eine Diskussion auf soziale Verbesserungen. Nur, ich sage, wenn ich das höre mit meinen Erfahrungen, habe ich Angst, dass nach der Wahl wieder alles vergessen ist. Herr Johnson, vielleicht können Sie es uns sagen, weil Sie erzählt haben von denjenigen, die super frustriert sind und die Trump wählen werden. Was erhoffen die sich denn von ihm? Ja, die erhoffen eine Änderung. Ich meine, dass es ihnen besser geht oder dass irgendeine ihnen besser Änderung. Geht. Also ich meine, wiederhole das, enorm viel Frust und Enttäuschung gibt es unter der Bevölkerung in den USA. Also, und die hoffen, dass die Leute irgendwann, die sind auch der Meinung, sind überzeugt, dass diese Etablissement, dass die alte Garde von beiden Seiten, von beiden Parteien, dass die festgefahren sind. Und die haben auch, meiner Ansicht nach, wir in den USA, wir haben vergessen und verloren diese Kunst, von geben und nehmen, Kompromisse zu schließen, Verhandlungen und so weiter. Weil ich glaube, meine persönlichen politischen Helden in meinem Leben waren Präsident Reagan und Tip O'Neill, der Sprecher des Kongresses war in den 80er Jahren. Demokrat war. Ja, alle war ja. Und die waren Welten entfernt, also Demokrat und Republikaner. Aber wenn etwas zu diskutieren war, die beiden haben sich immer einen Weg gefunden und Zeit gefunden. Die haben sich zusammengesetzt an einem Tisch mit irgendeinem irischen Getränk zwischen den beiden und haben es geteilt. Und die haben immer einen Weg gefunden, das Beste für das Volk zu machen, für die Nation. Und das finde ich, also gut. Und die Leute sehnen sich danach jetzt. Und die hoffen, dass der Trump, der mit seinem Buch, ist 25 Jahre alt, The Art of the Deal, also die Kunst der Verhandlungen und Kompromisse, die sehen das als Modell und Hoffnung für die Zukunft. Deswegen finde ich, dass die den Trump als attraktiv Alternative finden. Darf ich mal morgen ist das Duell. Da setzen sich auch ein Demokrat und eine Demokratin sogar zum ersten Mal und ein Republikaner zusammen. Die ARD überträgt das Duell im Übrigen, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen mal schnell. 2.55 Uhr, sicherlich eine Zeit, bei der Sie für gewöhnlich vor dem Fernseher sitzen, bis 4.45 Uhr, also bis kurz vorm Aufstehen. Was genau, Frau Stelzmüller, kann Hillary Clinton morgen Herrn Trump überhaupt noch entgegensetzen? Denn in der Wahl ihrer Mittel
ist sie ja beschränkt, wenn sie auf einen derartigen Typen trifft. Ja, das, also die meisten Analysten sagen alle, im Grunde genommen lasten auf ihr, es ist auf ihr eine größere Last als auf ihm, weil er kann eigentlich niemanden mehr negativ überraschen. Ja, das hat er alles schon gemacht. Es gibt, die Erwartungen sind minimal, und wenn er sich auch nur ein bisschen präsidentiell verhält und sich etwas zusammenreißt, dann werden alle Leute schon angenehm überrascht sein. Aber das ist ja eine böse Falle für Frau Clinton. Natürlich ist es eine böse Falle, und ich glaube, sie wird, also sagen wir so, ich bin sicher, dass ihre Debattenvorbereiter, und von einem können wir ausgehen, dass sie also wirklich auf jede Faser einer möglichen Situation bedacht haben wird, ja? Weil die Frau sich akribisch vorbereitet. Und ich bin sicher, dass ihr und anderen aufgefallen sein wird, dass dieser Herr nicht nur dünnhäutig ist, sondern gar keine Haut hat. Das heißt, den kann man sehr leicht ärgern. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar Versuche geben wird, ihn aus der Haut fahren zu lassen, und das ist dann meistens sehr wirkungsvoll, sieht aber nicht besonders gut aus. Wenn sie dagegen den Fehler macht, sozusagen bitter auszusehen oder bissig oder möglicherweise einen Schwächeanfall hat oder so, dann ist das ein enormer Schaden für sie. Herr LaFontaine, ich frage Sie jetzt mal als Ex-Vorsitzenden einer Ex-Protestpartei, die das auch nicht mehr ist. Kann man einem Populisten nur mit Populismus beikommen? Also mit dem Wort Populismus wird eben gerade in der Diskussion, die wir geführt haben, sehr viel Unfug getrieben. Denn jede Forderung, wo man also sagt, wir müssen die Renten verbessern, du bist ja ein Populist. Er sagt, die Löhne sind zu niedrig, du bist ein Populist, du redest dem Volk nach dem Mund. Dieser Begriff des Populismus hat schon die Stimmung mit aufgebaut, von der wir vorhin gesprochen haben. Okay, welcher wäre besser? Welcher Begriff? Ich stimme dem zu. Am besten etwas tun. Sehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel Clinton beispielsweise sagt, wir wollen die Mindestlöhne erhöhen, dann denken ja viele im Moment, Obama ist an der Regierung, du warst da auch mit drin, du hättest doch was tun können. Man muss etwas tun. Aber das ist ja dann schwer für Sie. Ja, morgen. Das ist was, jetzt was morgen natürlich schwer für Sie. Morgen kann sie eben nur eine Karte, sie kann zwei Karten ziehen, die einigermaßen glaubwürdig sind. Einmal, dass sie eben sagen, ich habe politische Erfahrung, ich habe meine Kommentare dazu gegeben. Aber damit kann sie natürlich ihm gegenüber, kann sie natürlich dann argumentieren, und sie kann natürlich, was sie ja tut, die Frauenkarte auch ziehen. Es wäre ja ein Novum, wenn zuerst mal eine Frau, die mächtigste Frau der Vereinigten Staaten wäre, in diese Richtung. Aber sobald sie sich darauf einlässt, gekaufte Politik beispielsweise, sieht sie schlecht aus, diese Karte wird er ziehen. Sobald sie sich auf die Außenpolitik einlässt, hat sie wirklich sehr viel, wo sie sich rechtfertigen muss. Das ist leider so. Sie gehört eben leider zur Kriegspartei. Das ist Oliver Stone, nicht ich. Damit sie nicht hat sie Chancen, Herr Gottschalk? Also nachdem ich befürchte, dass Hillary die Sendung nicht sehen wird. Ja, ich befürchte es. Dabei hätte sie doch einfach so viel in Demut Folgendes tun. Ich habe den Brexit nicht für möglich gehalten. Er ist gekommen. Ich habe Trump nicht für möglich gehalten. Er mag kommen. Sollten wir nicht für uns die Lehren daraus ziehen? Sie haben das sehr klug gesagt, Herr Schulz, dass wir einfach sagen, wir sind auch auf einem ähnlichen Weg. Lasst uns die Fehler, die andere machen und die uns entsetzen, für uns als Lehre nehmen und eben nicht auf solche Typen reinfallen und eben versuchen, auf kluge Menschen wie Sie und Sie zu hören, um zu sagen, lass uns verhindern, dass es bei uns auch wegrutscht. Die Gefahr sehe ich nämlich in der Tat, denn bei uns gibt es genauso viele Abgehängte, zumindest die sich genauso abgehängt fühlen wie die Leute, die wir gesehen haben. Der nur nicht so dämliche Frisuren und Mützchen auf wie bei... Herr Schulz, hat die Chance morgen Hillary Clinton oder sind die üblichen Mittel einfach nicht mehr stark genug gegen jemanden wie Trump? Wenn es so ist, dass die Bugwelle läuft und die Leute, die wir da in dem Film gesehen haben, die Mehrheitsmeinung der amerikanischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen, wird der Ausgang des Duells nichts entscheiden. Dann ist es so, dass Trump, da teile ich Ihre Meinung, ich war übrigens jemand, der den Brexit für möglich gehalten hat und erlebt hat, dass zum Beispiel etwas passiert ist, was auch in den USA passieren kann. Der Brexit ist am Ende gekommen, weil all diejenigen, die ihn nicht für möglich hielten, nicht zur Wahl gegangen sind. Genau. Und deshalb sage ich noch mal, meine Manch Hoffnung... Einer hat man auch gesehen, in der BBC sagte, hatte ich ja nicht gedacht, dass es auf meine Stimme ankommt. Aber ich hatte für den Brexit gestimmt. Die werden auch am Tag nach der Wahl den Trump wieder in die Ding stopfen wollen und sagen, nochmal zurück, Reboot, und jetzt machen wir es richtig, wie beim Brexit. Deshalb hoffe ich, dass die Demokratische Partei Hillary Clinton nicht im Stich lässt. Möglicherweise erleben wir aber morgen tatsächlich so einen Kulminationspunkt. Der wollte keinen Faktencheck. Er will nicht auf konkrete Fakten angesprochen werden. Das ist die große Chance von ihm. Da verstehe ich ihn wieder. Wollte ich auch nie. Damit hören wir auf, meine Damen und Herren. Die Tagesthemen machen weiter, die viele Fakten geben, selbstverständlich. Karin, was habt ihr heute vor?
Ja, Anne, wir müssen wieder einmal nach Syrien schauen, wo die Kämpfe heftiger denn je ausgebrochen sind. Heute tauchten Meldungen auf, in Aleppo seien bunkerbrechende Bomben eingesetzt worden. Dann wären Zivilisten nicht einmal mehr in Kellern in Sicherheit. Wäre dem so, wäre Russland an Kriegsverbrechen beteiligt, sagen die UN. Gleich mehr bei uns in den Tagesthemen. Danke, Karin. Das jetzt in den Tagesthemen. Nächsten Sonntag wieder wir. Bis dann. Ja. Tschüss. Wiedersehen.